Warum habt ihr sie angezogen? Und ich hatte sie angezogen, weil mir vermittelt hat, dass wir zu dieser Feier präsentabel sein sollen. Dann habt ihr dieses olle Ding angezogen? Dieses... Ich lasse euch gerne wissen, dass dieses olle Ding mit Dämonen gesehen habt, ihr es ihr überhaupt benennen könnt. Das reicht euch nicht zum Vorteil. Es riecht auch so, als hätte es mehr Dämonen gesehen, als wir benennen können. Wollt ihr vielleicht etwas Stollen Nummer 5? Pech und Schwefel, lasst die Finger davon! Ich reiße ihm irgendwie den Robensaum aus den Fingern. Ich werde mir etwas Praktischeres anziehen, wenn ihr mich entschuldigt. Und dann stoße ich 10 Minuten später zu euch wieder. Mit dem Reisebegleiter des Adepten oder wie er noch gleich hieß, in der Innentasche. Dann rate mal, wer den zum Abendessen kriegt. Der Arme. Schonkost. Rohkost. Nun gut. Schreiten wir voran. Ich würde dann mal vorgehen und auf dieser Kabine von dem Serpentio zu schreiten. Steht auch nicht immer der List davor oder drinne. Du meinst von Canacetiana, ja? Ja, genau. Wie auch ich geht. Das ist Serpentio gesagt. Dann betreten wir die Kabine. Klingt ähnlich. Fast dasselbe, ich weiß. Geistesverwandt. Der Dukatengardist steht im Inneren. Ihr könnt über euch auch noch die Zimmermänner und Frauen hören, wie sie dort hämmern und nach oben sehen, also die frische Luft. Pfeift euch auch noch hier unter Deck um die Nase, auch wenn sie nicht ganz so frisch ist, wie sie sein sollte. Na gut, dann würde ich ja die Tür öffnen. Kapitän, der Dukatengardist tritt nach draußen. Ich lasse euch mal alleine, wenn die Helden jetzt hier rumlaufen, ne? Gut, bleibt aber vor der Tür. Und dann würden wahrscheinlich alle uns in dieses enge Zimmer quetschen. Zu dritt. Ja, also Rafim wird den Service wahrscheinlich nie mehr betreten können. Der muss dann draußen an der Tür stehen. Die Tür kann dann natürlich offen sein, aber ansonsten wird das zu viel. Ich versuche von hinten irgendwie aufmunternd zu lächeln. Zum Glück kann ich das über Boltags Kopf hinweg ja gut tun. Ja. Die Helden, das ist ja schön. Habt ihr jetzt entschieden, mich freizulassen? Weil ich habe ja die Seelenprüfung geschafft. Aber mir wollte das, glaube ich, oder? Nun, ihr habt die Seelenprüfung nicht bestanden, aber... Naja, aber ihr habt mich nicht verbrannt und es war kein Makel an mir zu erkennen. Oder Zulamin? Die Seelenprüfung hat euch weder B noch entlastet zu meinem Kummer. Ihr könnt das muss euch nicht bekümmern. Ein Zeichen eures guten Willens, nun ja, mitgeben, indem ihr uns etwas erzählt über die Niederhöllen, speziell die Domäne der Tiefen Tochter. Ja, sehr gerne. Ich teile mein Wissen immer gerne mit euch, denn nun ja, dafür wurde ich ja angestellt. Also natürlich auch als Alchemist, aber mir ist es natürlich von großem Interesse, dass mein Wissen auch geschätzt und respektiert wird. Nun, was wisst ihr über Sphärentunnel in die Niederhöllen und hinaus? Nun, sie sind zahlreich. Überall auf Aventurien zu finden. Wir fragen eher nach der Erschaffung eines solchen. Nun, die Erschaffung erfordert mächtige Sphärologie. Aber auch das sollte möglich sein. Ich bin mir sicher, dass Magister Kohlrab so etwas zustande bringt. Habt ihr schon einmal etwas von einer... Wie ist sie gleich nochmal? Die Mutter... Mutter der Käfer. Mutter der Käfer gehört? Nun, ja... Ich war zwar noch nicht hier, aber in der Universität von Al-Anfa habe ich bereits von diesem Wesen gehört, ja. Sie ist ein Kind der Stadt aus der Tiefe. Eine lichtlose Hexe, sagt man. Sie kriecht seit Ewigkeiten durch die modrigen Tunnel. Nun, diese Tochter der Stadt, sie ermöglicht es uns in die Niederhöllen und in das Herz einer Arche zu schlüpfen. Oh, das ist interessant. Kann ich das aufschreiben? Nein. Bisher hat sie niemand gesehen. Niemand hat sie erblickt. Sie ist, wie gesagt, nur ein Gerücht. Deswegen, Gerüchte teile ich nicht ganz gerne, aber Hauptsache wissen, was vermehrt wird. Auch wenn es Gerüchte sind, aber das muss ich immer dazu sagen. Nun, habt ihr schon etwa von einem erfolgreichen Experiment dieser Tochter gehört? Nein. Ich weiß nur, dass sie existiert. Oder existieren soll. Ist es denn theoretisch möglich, mittels einer Wesen der dritten Sphäre in die Niederhöllen zu gelangen? Nun, der Weg in die Niederhöllen funktioniert auf einfachen Pfaden. Aber diese würde ich nicht bereisen. Es gibt
komplexe Pfade, die man wesentlich sicherer bereisen kann, ohne dass es... Also, man muss natürlich immer wieder einen Weg zurückfinden. Das ist die Schwierigkeit. Woran orientiert man sich, um diesen Weg zu finden? Nun, das ist schwierig. Die Niederhöllen selbst sind ohne Entfernung. Es gibt kein Zeitgefühl. Sollte man sie bereisen, ist man orientierungslos. Alle Sinne, nun, die Oberhand, versteht ihr, man hört seltsame Geräusche, die nicht existieren. Man nimmt unbemerkt Gerüche wahr oder schmeckt schwache Aromen. Man spürt kleinsten Lufthauch auf der Haut und nun, alles ist dunkel. Ihr müsst euch sensorisch durch die Niederhöllen bewegen und das kann je nach der Sphäre kann das ausgesprochen schmerzhaft sein. Nun, stellen wir einmal ein Theorem auf. Ihr befindet euch an diesem Punkt der Niederhöllen und wollt sie nun wieder verlassen. Was würdet ihr tun? Nun, das kommt auf die Niederhölle an. Nehmen wir damit die Domäne der Tieftochter. Nun, ich würde noch so etwas wie nach einer Nabelschnur suchen. Ähnlich einem Limbusfaden? Ja, das kann man so sagen. Wenn ihr sie bereist, dann lasst ihr ein Stück dieses Fadens in der Realität zurück, bereist die Niederhöllen und an dieser Nabelschnur entlang versucht ihr euch wieder nach oben zu pumpen. Funktionieren also auch die dunklen Pforten? Nein, das funktioniert anders. Ja. Nun, wenn wir aber nicht zum selben Punkt zurückkehren wollen, sondern in einem lokal versetzten Punkt, funktioniert das trotzdem mit diesem Limbusfaden? Nun, das sollte auch funktionieren. Die Realitäten funktionieren dort unten anders. Nehmen wir an, wir könnten aus der siebten Sphäre eine andere Nabelschnur auswendig machen. Nun, wenn ihr sie ergreifen könnt und wisst, wohin sie euch bringt, dann selbstverständlich, das ist möglich. Das ist auch nur ein theoretisches, erdachtes Produkt. So etwas wie eine Nabelschnur existiert dort unten natürlich nicht. Ihr solltet euch von dem Konzept von Fleischlichkeit, solltet ihr euch nicht euren Geist... Wie können wir diesen Limbusfaden erzeugen, der uns in die Niederhöllen und zurückbringt? Tja, ihr solltet euch an vielleicht etwas so wie Hoffnung klammern. Etwas Positives, was ihr mit nach unten nehmen könnt und an dem ihr euch wieder nach oben zieht. Ah. Durch den ganzen Schlamm. Nun, noch eine Frage, die wichtig ist. Können wir in der Niederhölle zaubern? Im Limbus geht das ja. Ja, ohne Probleme. Sogar verstärktes Zaubern ist möglich. Ich bin zwar selbst kein Magier, aber das wurde mittlerweile bewiesen. Oh, das ist interessant. Allerdings kann dort unten auch quasi alles zaubern. Und besser als ihr. Nun, anders als ich, vermutlich. Besser. Anders. Ich gebe euch noch einen Rat. Wenn ihr dort unten eine Tür findet, lasst sie zu. Verstanden. Es gibt eine Chance, dass dort hinter etwas Gutes wartet, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass dort etwas infernalisch Böses lauert und hockt, die Chancen stehen gegen euch. Könnt ihr uns etwas erzählen über die Domäne der Charybdenrat? Dann wie viel der Strich war das? Könnte der dritte sein. Lass uns nachsehen. Das Dämonenroulette. Wo haben wir es denn? Hey, wenn wir schon in ihre Domäne gehen, können wir vorher auch anklopfen. Und zwar ist es der zweite. Ich hatte zwei bei Amazon, den habe ich verwechselt. Amazon, alles. Schade, das wäre der passende Moment gewesen. Ja, das wäre ein super Teil, wenn man dabei zuhört. Zwei für Charybdenrat. Nun, verzeiht, ich hatte euch nicht ganz aufmerksam gelauscht. Ihr wolltet etwas über die Verschlingerin wissen? Ja, ihre Domäne, eher um genau zu sein. Nun, es gibt dort unten verschiedene Ebenen. Stellt es euch vor wie ein dunkler Tunnel, den ihr über verschiedene Treppen im Innere in größere Nässe führt. Tiefen, Grenzländer, Labyrinthe, Korallenportale. Nun, dort unten gibt es auch Städte, müsst ihr wissen. Kann man in dieser Domäne frei atmen oder benötigt man zauberische Mittel oder alchemistische Mittel, um atmen zu können?
Nun, solltet ihr gegen einen Dämon fallen, werdet ihr wahrscheinlich ewiglich ertrinken. Aber wenn ihr sie freiwillig bereist, dann sollte euch so etwas wie ein Wasseratem höchstwahrscheinlich nutzen. Oder meine Blase. Ich könnte euch selbstverständlich nun ein Mittelchen geben, um unter Wasser zu atmen. Wir sind bereits ausgestattet, was das angeht. Ach, schade. Sagt uns nur, das normale Purpurwasser wirkt auch gegen Unwasser? Nun ja, ihr müsst es nicht mit Flammen oder mit Sternenlicht versuchen, aber Purpurwasser wird funktionieren, weil sie gänzlich anders wirkt. Hervorragend, vielen Dank. Nun, unten in der Domäne wird man vermutlich kein elementares Wasser finden, oder? Nein, das existiert dort nicht. Wenn ein Zauberspruch von mir elementares Wasser bereitstellt, im Limbus würde ja nichts funktionieren, weil dort keine Elemente existieren. Wie sieht es in der Niederhölle aus? Nun, das funktioniert nicht. Sämtliche Elementarzauber klappen dort nicht. Das ist bedauerlich. Bin also für unsere Unternehmung gegenwärtig sehr eingeschränkt. Hilfreich. Allerdings. Wenn ihr mögt, kann ich euch begleiten? Ich halte dies für keine gute Idee. Nun, ich würde gerne mein Wissen vor Ort auch bereitstellen und selbstverständlich könnte man dort auch schreiben und lesen und ich nehme selbstverständlich auch eure Tagebücher entgegen, wenn ihr mögt, aber ein eigenes Studium wäre natürlich noch interessanter. Die Jagdgründe dort unten sind sicherlich sehr tief. Ich halte es für eine gute Idee, wenn ihr hier bleibt. Vielleicht berichten wir euch von unserem Reisen später. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Wenn wir überleben, versteht sich. Habt ihr sonst noch irgendwelche klugen Ratschläge, wie wir nun ja die Niederhallen wieder verlassen können? Nun, ich vermute, dass ihr die Niederhöllen nicht ohne Grund bereisen mögt, korrekt? Ich vermute, dass wir uns aufgrund der Geräusche um uns herum an der Stadt aus der Tiefe befinden und dass ihr aus einem gewissen Grund die Niederhöllen bereist, eventuell um diese Arche zu vernichten. Ihr solltet also euch auch auf die Schmiedefeuer des finsteren der Pervertierer der Elemente, er könnte dort ebenso sein Hämmerchen im Spiel haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mich natürlich auch täuschen. Nun, das steht zu vermuten, da die Archen aus beiden Domänen stammen. Korrekt. Ich überlege gerade, wenn ich Elementar-Materie mitführe und aus dieser einen Zorn der Elemente entfessle. Das müsste funktionieren, weil es kein eigenes Element erschafft. In der Tat, das klingt vernünftig. Ihr solltet euch auf chaotische Zustände dort unten bereit machen, aber das würde funktionieren. Ich weiß, was ich vorbereiten muss. Aber mir, eventuell kommt dein Geschenk endlich zum Einsatz. Du erinnerst dich. Das hast du mir vor 2 Jahren gegeben. Dein kleines mechanisches Feuer in der Tasche. Ihr meint dieses Feuerzeug? Ja, so hast du es genannt. Genau. Dann brauche ich noch eine Fiole Wasser und Stein. Ich nehme den Stein mit, den ich hier auf dem Markt gekauft habe. Oh, das wird fantastisch. Was euch eventuell sonst auch noch nützlich wäre, wäre so etwas wie eine große Truhe. Das ist kein Problem. Das habe ich mir fast gedacht. Warum genau wäre uns eine Truhe nützlich? Ihr könnt darin wesentlich mehr transportieren. Darum ging es. Wenn ihr Elemente nach drüben bringen wollt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Boltax, oder? Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Dann werde ich sie mal rufen. Bitte nicht hier. Nein. Serpentilio, du solltest vielleicht mitkommen. Der Rest, Können wir das auf einen späteren Zeitpunkt verschieben? So, nach dem Abendessen? Ja, das können wir nach dem Abendessen noch machen. Danke. Nun, da keiner weitere Fragen hat, würde ich vorschlagen, ihr schlaft ein wenig. Darf ich noch eine Bitte stellen? Nancy. Solltet ihr dort unten in die Geburtskammern vordringen, die Geburtskammern der Dämonen, dann würde ich mich sehr über eine Probe der Wand freuen. Mich würde der Schleim dort interessieren.
halte dies für unwahrscheinlich, aber ich werde bemüht sein, an euch zu denken, Canetsidiana. Ich schüttel nur den Kopf und... Mit diesem Protoschleim könnte man tatsächlich all charaptide Dämonen herausbeschwören oder eigene Dämonen kreieren. Es könnte vor allem eine Möglichkeit sein, eine Dämonenausformung herbeizuführen, ohne einen Sphärentunnel öffnen zu müssen. So temporär er bei einer Invokation auch sein mag. Ich mag, wie ihr denkt. Aber wir sind leider aus anderem Zwecke dort und ich kann für nichts garantieren. Er lächelt dich an, nickt, also sehr energisch. Permanente Dämonen. Und warum sollte man sowas wollen? Nun, weil sie sonst nicht permanent sind und wieder zurück in die Sphären kehren, aber wenn sie tatsächlich hier geboren werden, dann... Ich denke, die Erklärung dessen, warum genau dies eine große die Entdeckung darstellen würde, ist jetzt geradezu weitführend, wenn wir bedenken, wie viel Vorbereitungszeit wir haben und wie viel noch zu tun ist, nicht wahr, Voltax? Ja, nie ihr hat solltet man euch Zeit. Ihr solltet euch wohl darum bemühen, eure Elemente zusammenzutragen. Ach so, wenn ihr euch dort unten orientieren wollt, dann, wie gesagt, Licht oder so etwas, ihr könnt natürlich dann eure Augen anpassen, aber nehmt auf alle Fälle Gwen Petrischstein mit. Das kann immer hilfreich sein. Das ist eine gute Idee. Ich habe eine... Endlich habe ich Franco Schminia gemacht, aber ich habe ein Diadem aus Gwen Petryl gefertigt. Das kann ich mitnehmen. Hervorragend. Nun, haben wir alles? Ja. Lass uns gehen. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, Kapitän, ich würde noch gern ein, zwei Erkenntnisse mit ihm durchspekulieren über die Herstellung der Tränke, ihr versteht? Ihr solltet nicht mit ihm reden. Entweder schafft es alleine oder ihr schafft es nicht. Schiebt jetzt alle mal raus und wissen aus der Kabine. Ja, ich würde ohne Probleme rausgehen und ja. Ich würde die gerade deswegen jetzt vielleicht für euch die Tür zu stellen oder in die Tür in den Innenraum sozusagen. Diamantis, du kannst erkennen, wie der kleine Junge vor dir steht. Ich glaube, du kannst noch Hilfe gebrauchen da unten, oder? Das wird sehr gefährlich. Kapitän, ich halte es für fragwürdig, wenn ihr den Mann hier so einsperrt. Der kleine Junge reicht dir einen Bernsteindolch. Der kann dir da unten tatsächlich helfen. Ich meine, um Himmels Willen, lasst mich doch eine halbe Stunde mit dem Mann reden. Er sitzt den ganzen Tag alleine hier drin. Es kann euch wirklich nicht schaden. Er ist ein Paktierer. Das müsst ihr gerade sagen. Erst einmal habt ihr nichts beweisen können. Wir haben auch nicht das Gegenteil beweisen können. Dann lasst mich doch einfach eine halbe Stunde mit dem Mann reden. Ihr könnt euch gern dabei setzen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Was wollt ihr von ihm? Von ihm will ich gar nichts, Kapitän. Warum redet ihr? Warum wollt ihr damit überreden? Weil ihr den Mann ohne triftigen Grund hier eingesperrt habt, ohne Gesellschaft den ganzen Tag. Denkt ihr vielleicht, die Dukatengarde ist ein gutes Gesprächsmaterial für ihn? Habt ihr nichts zu tun oder warum sucht ihr euch einen Gesprächspartner? Ihr seid unmöglich, wisst ihr das? Ja, Meister Diamantis, den Dolch, nehmt ihn. Und dann fragt ihr euch noch, warum die Mannschaft euch immer so schief ansieht, wenn ihr unterdecks unterwegs seid. Ja, Serpentilio, das ist der Moment, wo man Befehle von oben einfach mal akzeptiert und die Fresse hält. Nun, wie ihr im Kapitän Abel mir hinreichend festgestellt habt, bin ich offensichtlich kein Teil der Mannschaft, sondern nur der Alchemist. Nun müssen wir uns jetzt hier in die Haare kriegen vor der Tür des Alchemisten. Diamantis, nimm den Dolch! Wirkt doch allzu mal albern. Ich drücke mich an Serpentilio vorbei, um aus der Kajüte zu kommen. Und aufgebrausten Schrittes auf das Hauptdeck. Ja, jetzt habt ihr Diamantis schon wieder wütend gemacht. Toll gemacht, Serpentilio. Sicherlich. Es ist meine Schuld. Ihr benehmt euch alle wie die Kinder. Wir gehen jetzt Abendessen und danach suchen wir die Sachen zusammen. Wir haben nicht so viel Zeit, das habt ihr selbst gesagt. Oh. Blut läuft ihm aus der Nase. Diamantis, tu es! Nimm ihn! Ich will deinen verdammten Dolch nicht. Er wischt sich das Blut aus der Nase, steckt den Dolch wieder ein und geht zu den anderen. Spielt umher. Nun, dann bitte Einbildung. Ihr wisst, was ich zu tun habt. Ich würde ihn allein lassen und hoch mal wieder in meine Kajüte gehen halt. Und ja, gleiches mache ich auch.
gehen und meditieren. Und dann würde ich mich um Serpentilius Dunaria kümmern. Lass mir mehrere Schläuche Wasser bringen. Ich lass mir ein bisschen Eisen. Nimmst du wenigstens das gute Destillierte? Oder? Ja, natürlich. Also ich nehme hochwertiges. Und auch hochwertiges Eisen. Warte, wer destilliert Wasser für dich? Weiß ich nicht, du bist der Alchemist. Ich bin eine Zeit, gerade eben hast du mich noch, noch gedrängt und jetzt aber auf einmal habe ich auch Zeit für dich eine Stunde Wasser abzukochen, oder was? Das ist richtig. Scheiß kannst du. Parfüm. Entschuldige dich bei Kanazetiana, vorher kriegst du gar nichts. Ich hab mich doch gar nicht schlecht gegenüber dann ihr. Bring Abel mir dazu, sich zu entschuldigen. Der Mann sitzt den ganzen Tag auf seiner fucking Bank und ihr gebt ihm nicht mal eine Zeitung. Ich hab nicht mal den Imperavi. Wie soll ich ihn dazu bringen, sich zu entschuldigen? Rafim, als du die Augen schließt, kannst du wieder die Höllenlandschaft vor dir sehen. Flüsse aus Blut, fliegende Totenkopfschädel, die brennen und um dich herum schweben. Mantikore mit gewaltigen Flügeln und Reißzähnen, Skorpionschwänzen. Und ein gewaltiger, aufragender Korpus mit vielen Armen und Schwertern. Du siehst die Hesindegeweihte an deiner Seite. Den Söldner, der fast Belhalhan anheimgefallen wäre. Und die Felle, das Fleisch, was vom Himmel tropft und regnet. Die Niederhölden, ein weiteres Mal. Damals wurdest du das erste Mal geboren. Zeit, dass du ein zweites Mal geboren wirst. Ja, Rafim hätte sich direkt gegenüber Zulamin niedergelassen und würde auf einmal die Augen aufreißen. Zulamin, sie sind nicht bereit. Die unterschätzen es. Ja, sie streiten sich wie die Kinder. Glaubt mir, ich habe es einmal gesehen. Wann? Als ich so wurde, wie ich jetzt bin. Als ich einem Gott sein Angesicht sah. Als Raskoda sich zeigte. Sie glauben, es wird ein weiterer Vorstoß. Wie in einer Arche ist es nicht zu vergleichen. Wir sind da, wo sie sind. Ihre Heimat. Du musstest die Niederhöllen durchschreiten, um vor Raskoda zu treten? Ja, was glaubt ihr denn? Wir sind Söhne und Töchter des Mitleidlosen. Wir bekommen unsere Ehrung nicht, weil wir schön Spalier stehen. Wir kämpfen und sterben. Und wenn man sein Angesicht sehen möchte, sollte man bereit sein, seine Seele zu verpfänden. Dann bin ich froh, dich an meiner Seite zu wissen auf dieser Reise. Ja, ich hoffe, ihr seid bereit, eurem Freund ein Ende zu setzen. Oder auch einem jeden von uns. Denn nur wenn ihr dazu bereit seid, werdet ihr verstehen, wenn ich es tue. Weiß man jemals, ob man bereit ist, bevor der Moment da ist? Ich weiß, man redet es sich ein, aber wirklich wissen, tut man es erst in genau diesem Wimpernschlag. Wir werden sehen, ob ich bereit bin, ob die anderen bereit sind. Aber ich werde mein Möglichstes tun, dass diese Situation nicht eintritt. Versuchen, ihren Geist zu stellen. Ja, ich würde einen durchgreifen, der neben mir liegt, ihn Zulamin in die Hand drücken und langsam ihre Hand zu meinem Hals führen. Liebet nicht so sehr, dass ihr es nicht sterben sehen könnt. Das ist eine wichtige Lektion.
Zulamin drückt ihre Stirn gegen deine. Ich werde dieser Lektion des Mitleidlosen gedenken. Ja, denn erinnert euch, wenn sie fallen oder wenn ich falle oder ihr fallt, das ist der letzte Gefallen, dem ihnen noch getan werden kann. Aber nun denkt nochmal an die Götter, denn wir werden bald ihren Schein verlassen. Sie verlassen uns nie ganz, denn wir sind ein Teil von ihnen. Ja, die Zweifel, die unser Iferdi oder das Waffengeweihte hat, ihr werdet sie kennenlernen, ihr werdet sie spüren. So viel mehr, als er es je in der Lage sein wird. Ihr werdet spüren, dass auch sie mächtig sind. Daran zweifle ich nicht. Aber meine Liebe gilt einer anderen. Ja, das werden wir sehen. Es ist so. Ja. Was ein würdiges Schlachtfeld. Genießt ihr es nicht auch? Denk. Ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Schlachtfeld sein wird. Ich fürchte eher die Leere. Wisst ihr, Dämonen sind schrecklich. Aber die Vorstellung, dass die Niederhöllen leer sind und nur das Gefühl des äonenlangen Ertrinkens zurückgeblieben ist, hat eine ganz eigene Art von Grauen. Ja, es ist nicht nur die Dämonen, die sie bevölkern. Es ist alles die Umgebung. Ich bin mir sicher, wir werden grausame, grausame Schicksale erleben. Einen Dämon kann man töten. Oder zumindest vernichten. Aber nicht die Niederhöllen. Naja, zumindest haben wir noch keinen Weg gefunden. Sicherlich nicht, weil du nicht motiviert wärst. Ja, richtig, richtig. Nun, wenn der Meister der Winde recht behält, werden wir hinterher einiges mehr wissen. Vielleicht ja. Etwas darüber. Naja, vielleicht wird unser Wissen nochmal nützlich in der allerletzten Schlacht. Wenn wir zurückkehren, ja. Ja. Liebt nicht so sehr, dass ihr es nicht sterben sehen könnt, Zulamin. Denkt daran. Ich denke daran. Ja, und mit diesen Worten würde Hafim seine Augen wieder schließen und wieder ins Bett versinken. Ja, Zulamin tut es ihm gleich.